bist ein cooler Typ, mega sympathisch. Weißt du schon, welche Richtung du in Zukunft gehst beruflich? Wie, wo, warum, wo soll ich denn hingehen? Der Traum wäre es so zu leben wie Gronkh. So, wie alt ist Gronkh? 70? Es wird keiner morgen aufwachen und sich denken, Alter, Videospiele sind ja voll langweilig. Lass mal aufhören, Videospiele zu spielen. Also, solange die Zuschauer mit dir älter werden und dich immer noch enjoyen und du dich weiterentwickelst, sie sich weiterentwickeln und dann auch wieder, ne? Klar, ab und zu gehen Leute durch verschiedene Lebensphasen durch. Manche kriegen Kinder mit Anfang 20, andere mit Ende 20, manche gar keine, manche Anfang 30 und so. Über Phasen, wo Zuschauer wieder zurück und wegfallen, dann wiederkommen und sowas, alles mögliche, aber warum aufhören? Folge damit 40, Hardstuck Diamond, safe. Genau wie bei Freddy, der seit 3 Jahren jetzt das Season spielt, wo er Challenger hitten kann, Kappa. Das Ding ist, Freddy spielt halt wirklich immer League, weißt du? Ich bin an einem Punkt, wo ich mehr als League spielen will. Ich glaube, Freddy ist immer noch sehr happy mit League. Und auch mit sehr viel League-Spam. Ich bin so an einem Punkt, wo ich gerne auch andere Spiele spiele und auch gerne bei League eine Vielfalt an Optionen. Also nicht nur Solo-Queue, sondern auch wirklich Co-Streams und Projekte. Projekte in der Lasagne. Ja, das ist der größte Malphite oder Jax-Engel, den ich je gesehen habe. Wenn die wirklich noch Jungle gehen, gehe ich, glaube ich, Malphite. Wenn ich Jax besser. Wenn die swappen und Mitte gehen, ah, einiges. Vielleicht gibt es noch irgendeinen Sub, der seit Jahren subscribed ist oder seit, und ohne das zu wissen, der einfach jeden Monat resubbt und einfach die Subscription nicht ausgemacht hat. Vielleicht Flamon? Jay ist echt nicht so gut. Wenn sie raufjumpen, kann sie mich einfach countern mit ihrer E an der Wand. Nice. Nicht unbedingt bad, nicht unbedingt insane. Einfach nur relativ normales Early Game. Wir bauen es jetzt zu uns, wir können zu den laufen. Nice, Web bounced, wir haben Sheen. Der hat bereits CP, der Slowpush kommt zu mir. Also ich Level 6 auf Slowpush. Ist ja kein Flash. Also wenn wir einmal ihre Egelkänze kriegen, können wir sie einfach tot auto-attacken. Ich kann sie unsere auch auf Plan mit ihrer Ult. Mal sehen. Aber basically ist halt Level 6. Sie ist halt ein bisschen früher Level 6, weil sie Minions schon mehr hat, aber die Minions, die Relevanz sind, geben uns bei Level 6 basically. Oh, das hat sie sehr schön gebufft, dass sie noch den durchbekommen hat da. Mit und Tor mit ihr flashen, weil sie ja die Ignite spielt und ich nicht. Janifu jetzt Reason nach Janifu, das ist sehr gut für sie. Hat sie gut gemacht. Und zumindest, dass Janifu nicht gespielt hat. Sie hat kein Ult und kein Ignite. Boah, das Karl ist noch ein Kill, das ist so wichtig. Nice. Bis gebrochen. Und wir haben Base, Caulfield. Der Wave bounce zu mir, das heißt, sie fehlt gerade mehr Gold als ich und ich kann dort auch direkt zum Herald laufen. Warum nicht, dass sie mehr als Caulfield im Base hat? Also, ich bin zuerst da. Kopf an. Weil er da die Wand guckt. Weil er jetzt ohne Ult und ich nicht mal den Kill bekommen. Das können wir jetzt einen fetten Vorteil, aber die Wave hat einen 10 für mich. Ne? Der Reset war super von mir. Junge, was ist das für ein Leck? Was ist das? Er ist reconnected? War ich im Stream auch DC? Stream ist fine, Riot Games. Warum hat er gerade Herald in Base gespawnt? Oh, jetzt haben die Gegner ein halbes Jahrzehnt Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ich habe Angst. Ich wollte sie eigentlich mit Ult Auto-Attack diven, aber ich habe mich literally nicht getraut, weil ich lagge. Haben mich nicht getraut, früher zu flashen, weil ich lagge, Mann. Und die ganze Zeit Packet-Loss, wenn ich laufe. Die ganze Zeit Packet-Loss. Ach, Chat, das ist so kacke. Warum denn jetzt? Irgendwie knackig ist, gerade wenn ich mir nicht vertrauen kann. Ich habe Angst vor jedem einzelnen Klick. Wir haben das nicht gepeat. Schöner TP von Tolkien, Leute. Bleib doch Toplane und versauer da oben. Bleib Toplane und versauer.
Hol dir deinen scheiß Turm, wenn du ihn möchtest. I don't care, keine Platten, kein Erfolg. Und ich komme sogar rechtzeitig zurück, weil wir mittlerweile im Port Recall haben natürlich. Zu Vasallen springen können, wie ein junger Habicht. Sinnbomben. Wieder runtergechased, haben nämlich gerade ihre E gecancelt. Dann sollten wir halt fighten können. Bin ich echt stärker. Vorbei ist zwar bad für mich, aber I don't care. Wir nehmen auch direkt das mit. Dann können wir nicht die Feeds. Ich muss basen, wenn ich Botlane irgendwas machen will. So schön gewartet. Und ich habe die CGW nicht geflasht. Ja, 5-mann Topside. Erster Mann kann der Fighter, doch Kost. 5-mann im Hintergrund dahinter. Hätte flashen können. Ich habe sehr gut gespielt davor. Eigentlich brauchen wir, eigentlich gehen wir hier keinen, eigentlich gehen wir Spear of Trojan. Wir haben keinerlei Champions, die wirklich Armor-Pen brauchen. AP Kaiser, AP Victor, nur K6. Da Leute dead. Wahrscheinlich ist es meine Aufgabe, Bellwiff zu zonen. Kreuzigers Turbo-Pay, dass er die sich behält. Ich schon der Predict in den Weg rein. Den Ward gestellt, damit sie nicht nach links laufen kann und nicht da. Und dann jump ich auf den Ward drauf. Wenn sie da langläuft, dann bin ich einfach vor ihr. Sehr, sehr sexy. Nice! Okay, wir haben schon Half-HP geholt. Wer käme denn? Macher ist. Wir müssen nichts tun, wenn er nicht schaffen. Ash ist ein Buff für Minions. Legit? Nur keine Minions. Ich habe nichts getan. Mein Team trollt. Aber ihr trollt so hart. Bam, Junge! Das war so gut, dass ich noch den 3-Mann Stun gedet habe. Ich habe kurz gezögert, ich hatte Angst, dass ich trolle. Da habe ich meinen 800 Gold-Tom darum verpasst, aber Triple Kill, I guess. Einfach mal Nash das Game gewinnen lassen, Team. Ne? Okay, lieber Sauer. Jax Late Game, Baby. Ich schütte das End noch. Wir können dann, ich habe die Pino. Junge! Der Dodge auf meinen AD Carry und dann nochmal der Damage mit der Vanzando hochgeheilt. Bruder. Heute knackige Banger. Heute knackige Banger. Nicht Banner. Wild doch. Viel ruhigeres Early Game als üblich in dem Matchup, aber sie hat das vor allem auf Neutralisieren gespielt, die Kamel. Und wenn ich dann nicht, wenn ich das Tempo habe, kann ich sie auch nicht direkt töten oder sowas. Was für mein 10k Magic und wie viel physisch? 11k. Ist actually 50-50, ne? Was in der Dorf echt die Kacke war mit AP Kaiser und Victor. Da haben wir fast so viel Magic Damage, aber den haben wir sehr wenig MR gekauft. Und trotzdem kannst du halt gegen Jax keine Mercs gehen. Du brauchst Tabis gegen Jax auf jeden Fall. Aber ja, es macht es halt nicht einfacher zu itemizen dagegen.